Hallihallo und herzlich willkommen aus Dortmund. Ich bin euer Volker, ihr seid mein Publikum. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Stranded Deep. Es geht wieder raus aufs Meer hinaus. Wir sind ja vergiftet. Uns hat eine Schlange gebissen, ihr erinnert euch, und wir haben trotz Schlangenbiss noch ein Schwein gejagt. Also eigentlich recht erfolgreich. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir unbedingt hier wegkommen. Wir brauchen noch eine Pai Pai. Wir haben ja diese Vergiftung und die kriegen wir halt mit zwei Pai Pais und einer Nuss, kriegen wir die natürlich gelöst. Ich würde sagen, wir schauen jetzt, wie es uns geht. Es ist 5.10 Uhr. Es geht uns, unserem Leben immer noch nicht sehr toll. Was brauchen wir? Wir brauchen erstmal was auf der Gabel. Deswegen essen wir das jetzt erstmal auf. Ja. Dann brauchen wir Wasser. Yes. Wir brauchen Wasser. So. Haben wir. Dann machen wir das mal voll. Super. Wie geht's uns jetzt? Gut. Also das ist schon mal auf jeden Fall gut. Aber ihr seht, der Arm wird langsam rot, ne? Seht ihr das? Also hier, der wird schon ganz schön rote Flecken kriegt, der. Und wir müssen wirklich langsam vielleicht gucken, ja, dass wir irgendwie nur das irgendwie loswerden. So, dann hatte ich jetzt hier diese Stöcker. Die kann ich ja einfach mal mitnehmen, denn wir brauchen natürlich ein paar Sachen, wenn wir gleich drüben ankommen, falls es eine Insel ist, auf der wir noch nicht waren. Ich bin nicht so sicher. Kann ich ja nicht sein. Ich war ja noch nicht mal sicher, wo wir jetzt hier sind. Okay, wie geht's uns? Es wird langsam hell. Alles andere können wir hier lassen. Die Nuss, wie viele Plätze haben wir? Ja, guck doch mal. Die Nuss kann ich jetzt einfach mal mitnehmen. Schade, dass man sowas alles da lassen muss hier, ne? Das ist schade. Aber okay. Hier am Floß war ja jetzt irgendwo hier ein... ach, guck mal, hier sind wieder Kartoffeln. Die nehmen wir natürlich wie... Ach so. Ja, ja, klar. Jetzt sind wir voll... Weil wir haben diese Nuss. Was bringt uns mehr? Eigentlich die Kartoffel, ne? Die bringt uns mehr. Okay. Jetzt gibt es hier aber noch eins, was wir zum Frühstück verzehren wollten. Und zwar war das neben dem Schiff, beziehungsweise vor dem Schiff hier, irgendwo die... wie heißt sie? Diese komische Frucht. Ihr erinnert euch. Ne? Hier, hier vorne. Die wollte ich mir ja wegpicken. Und dann sollte ich das auch mal ruhig machen. Lecker. So, das ist auf jeden Fall gut. Das kann ja nicht schlecht sein. Vitamine können ja niemals falsch sein. Cool. Okay, dann haben wir eigentlich jetzt alles da. Wir sind voll und gehen zu unserem Floß. So, dann schauen wir mal, dass wir die paar Sachen, die wir jetzt haben, hier noch unterbringen können. Und zwar gibt es hier, was gibt es denn? Die Laterne. Die Laternen haben wir. Was gibt es noch? Die Flaschen. Die habe ich ja voll, ne? Hoffe ich. So Gott will. Guck ich mal. Ja. Die Flasche, die ist voll. Schön. Habe ich die anderen auch voll? Sollte ich mal gucken? Ja. Alle voll. Alles gut. Schön. Was haben wir noch? Wir haben noch Kisten und diese Kartoffeln eben. Ja gut, das kann ich ja in der Hand halten, ne? Platz ist jetzt nicht mehr frei, aber Messer, Angel... Und den ganz ist gut, Plane ist gut. Ja, cool. Schön. Da würde ich doch mal sagen, schieben wir unser Floß mal auf das Meer hinaus. Ganz langsam. Jetzt stellt sich die Frage, wo fahren wir hin, liebe Freunde? Hm? Wir kamen von hier. Wenn wir jetzt hier rauf fahren, ist das doch bestimmt eine Insel, auf der wir schon waren, oder nicht? Ja? Bin da gar nicht so sicher. Oder sehen wir hier hinten was? Ja, was ist denn jetzt? Was will er denn jetzt schon wieder? Ja, Poisoning, das weiß ich. Er ist Poisoning. Ja gut, dann würde ich sagen, springe ich mal schnell hier auf meinen Fluss hinaus und fahre jetzt ganz links. So. Also das kann die auf keinen Fall sein, denn... Da kamen wir her. Richtig? Ja, da kamen wir her. Also sollte ich dann die nehmen. Weil eine andere... Ach so, da ist noch eine. Guckt mal. Vielleicht ist das sogar meine. Also mein Home. Ist möglich.
Also wir haben jetzt da eine Insel, da haben wir ein Seaford. Da haben wir eine Insel. Und hier haben wir eine, auf der wir jetzt drauf fahren. Das könnte jetzt meine Heimatinsel sein, muss sie aber nicht. Wenn die das wäre, wäre das aber nur von Vorteil, denn dann könnte ich mir schnell meine Vergiftung dingseln. Denn gut kann das allemal nicht sein. No? So würde ich das jetzt einfach mal sagen. Aber es ist echt cool. Gucken wir mal. Und wenn das meine Insel wäre, wäre aber da an der anderen Seite noch ein Wrack. Aber wir sind ja von der anderen Seite gefahren. Ja, mal gucken. Wir werden sehen. Mutmaßen. Haben wir auf Facebook genug. Brauche ich nicht auch noch. Ich warte einfach, bis ich sehen kann, was das ist. Das könnte ja meine Insel sein, ne? Da ist doch ein Wrack am. Es piept natürlich, weil ihm heiß ist. Er ist vergiftet, das ist ja klar. Die Gesundheit geht immer ein kleines Stückchen mehr runter. Das ist auch klar. Ja. Und jetzt bitte keinen Sturm. Ja, ich bin ja auch gewillt und derzeit nicht in der Lage. Ich würde sogar sagen, dass das meine Insel sein könnte, denn genau hier gegenüber seht ihr das, das ist was Riesengroßes. Das müsste ja dann die von mir selbst erstellte Folkies Island sein. Und das wäre natürlich cool. Dann gehe ich sofort erstmal ins Haus und sorge für die Entgiftung. Dann können wir die Kisten wegbringen und dann, ja, dann haben wir heute einen chilligen Kurztrip gemacht. Dann müssen wir nur gucken, dass wir von da kamen. Aber da waren wir ja dann schon. Schauen wir. Also da brauchen wir nicht hinfahren. Das ist ja, da waren wir ja, wir sind ja so gestartet mit dieser Insel. Dann waren wir da an dem an Seafall, dann sind wir drumrum, waren dann auf der und jetzt dann auf dieser. Also. Ja. Ich gehe schon mal hier ein bisschen in Richtung Landungsbrücken, hätte ich bald gesagt, in Richtung Landungsstellung hier. Und dann kommen wir mal. Ja, so ist das. Ja, ich gebe mir ja Mühe. Endspurt. Bis der mal die Insel aufbaut, ne? Aber das ist normal so viel, wie ich da drauf stehen habe mittlerweile. Aber ihr seht, dass das nur meine sein kann, ne? So. Ich lege ja schon an und zwar am besten hier. Hier lege ich jetzt einfach mal an. Boah, puff. Ja, ist ja gut, bleib ruhig. So, und jetzt gucken wir mal. Erstmal hier. So. Boah, guck mal, der baut jetzt noch auf, Leute. Ey, ich bin schon. Das ist nicht meine. Alter, hier ist richtig was los, ihr seht es. 533.000 Kokosnüsse. Dann lasst mich doch hier wenigstens eine Pipi finden. Das wäre ja was. Er piepst natürlich, das ist ja klar, weil er ist ein bisschen fertig mit der Welt. Wie geht's mir gesundheitlich? Etwas Durst, ja, habe ich denn meine. Ja, noch nicht. Ich warte mal noch einen Moment. Habe ich hier was Leckeres drin? Nee. Wie sieht's denn aus, Pipi-mäßig? Das ist keine Pipi? Was haben wir da? Ach, diese Walaba, Laba, Laba, Laba. Ja. Schlabberpflanzen. Ich war natürlich hier schon drauf, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich sämtliche Schlangen und was sich hier noch befinden könnte. Das ist aber eine kurze Insel, ne? Seht ihr das? Also hier ist ja nicht viel los, ne? War das unser allererste Start-Island hier? Kann das sein?
Ist möglich, ne? Komm, gib mir doch so eine. Der stellt mich aber echt jetzt auf eine Probe, ne? Hm? Wie seht ihr das, dass ich hier meine gewünschte, geliebte Frucht nicht kriege? Ist das nicht eine Sauerei? Also ich muss sagen, naja, gut, dann waren wir, dann gehen wir, schauen wir hier jetzt nochmal am Ende, ob es hier noch was Grünes gibt. Wenn nicht, schwingen wir uns direkt wieder aufs Floß. Hier ist nichts Grünes, also zack, rauf auf das Floß, Signorina. Fahre mit mir nach Hawaii. Ja, ich hau das schon ab, ist doch gut. Bleib doch ruhig, Mensch. Aber ich sollte vielleicht mal ein Stückchen trinken, ne, wenn er so einen Durst hat, oder? Wie seht ihr das? Ich meine, ich finde schon. So, sollte ich die Pulle voll machen? Ach Quatsch, ich fahre nach Hause. Brauche ich doch nicht. Komm, lass ich einfach im Körbchen hier und ab geht das. Dann weiß ich, was die Lehre ist. Ihr wisst schon, ich bin ja ein Fuchs. Ne? Das Gute ist natürlich, wenn ich auf diese Insel fahre, da. Das ist immer meine Heimatinsel. Also Volkis Welt. Und welche wäre dann mein Home? Also wo mein Haus wohnt quasi, ihr wisst schon. Ne? Ich würde sagen, die, klar. Da sehen wir Volkis Welt, da liegen die Wracks. Da muss ich ja eigentlich nur in Richtung der Wracks. Und das ist hier. Und das kommt auch hin, weil da ist ein... Ja, es tut mir leid. Er braucht Kühlung. Ja. Das ist krass. Werden wir diese Folge überleben? Schaffen wir gemeinsam der Vergiftung zu entfliehen, um nicht einen qualvollen Tode sterben zu müssen? Schalten Sie auch nach der Werbung wieder ein, wenn es heißt. Herzlich willkommen bei Stranded Deep. Ich bin euer Volker, ihr seid mein Publikum. Ja. Delicious. Ich bin immer noch. Ich nehme mal wieder am Stück auf. Es ist immer noch der 15. Mai. Und ich trinke immer noch, wie heißt diese Kirsche? Herzkirsche. Mhm. Ja, halt durch, mein Freund. Ich würde dir jetzt gern zur Hand gehen, indem ich kurz ins Meer springe. Aber da ist ihm auch nicht viel geholfen. Das ist das Problem. Ne? Wenn ich das jetzt mache, hat er eine kleine Abkühlung und ich glaube, es ist klüger, wenn ich jetzt schnell nach Hause fahre, um sofort das Gegengift zu nehmen. Ich denke, dass das klüger ist und dann sollte ich das auch tun. Folglich halten wir schnurstracks auf unser Island zu. Komm auf das Schiff meiner Träume, es liegt schon unten am Kai. Ja. Es ist noch keine Möwe zu sehen hier. Keine Möwe. Es ist ihm sehr warm. Verstehe ich. Aber wir können ja schon unsere nicht vorhandenen Fenster fast sehen. Fast. Aber das ist ja wurscht. Es kommt ja eh keiner vorbei. Noch nicht mal der Fensterputzer. Deswegen brauchen wir auch keine Fenster. Logo. Ja, jetzt schnell, sofort rein ins Haus. Ratzfatz. Das Gute ist, wir haben ja, glaube ich, zwei oder dreimal sogar von diesem komischen... Ah, da kommen die Klötzchen. Hallo, Klötzchen. Ich bin Peter Maffay und begrüße euch aufs Herzlichste. Wir singen ein Lied zusammen. Ich wollte nie erwachsen sein.
hab immer mich zur Wehr gesetzt. Von außen bin ich hart wie Stein, und doch hat man mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir. Jetzt ist das alles ganz weg. Ja, das habe ich jetzt davon. Wenn ich schon singe, ne? Oh, Regen? Aber Regen ist gut. Wo Regen ist, ist die Hitze nicht so. Hm? Ihr wisst schon? You know what I mean? Mhm. Da soll mir das in diesem Moment auch wirklich recht sein, muss ich gestehen. Boah, guck mal. Alter, der baut das Haus auf, wenn ich schon fast da stehe. Hammer, ne? Ich muss sagen, Freunde. Also, das ist eine tolle Show. Boah, schaut euch diese butterweiche Landung an. Puff. Ja, dann würde ich doch mal sagen, schnell rein ins Haus und schnell die Lautstärke runterregeln. Und zwar sehr schnell. Boah, Alto Belli. Alto Belli. Ah, da muss ich mir mal irgendwie was ausdenken hier. Sondern es gibt ja, ich habe so eine Gamer-Tastatur, da gibt es ja so, wie nennen die sich? Keine Ahnung, so programmierbare Tasten, ihr wisst schon. Es geht um Gegengift. Wie geht's uns? Er sagt immer noch Poisoning und er sagt immer noch, das Leben ist scheiße, meint er. Hier haben wir, da haben wir und da haben wir. Dann nehmen wir jetzt erstmal die. Komm, hau weg. Gott sei Dank, ihr seht es. Boah, das wird immer lauter. Alter. Freunde. So, ihr sollt ja das Gewitter ruhig hören, aber ich will euch doch nicht anschreien hier. Hm? Ihr seht es, es geht uns besser. Hervorragend, das ist schon mal schön. Jetzt müssen wir natürlich uns erstmal satt essen. Das machen wir, indem wir hier... haben wir was am Start hier? Ja, die Kartoffeln. Naja, es hat ein bisschen was gebracht, finde ich. Dann nehmen wir erstmal das. Und dann nehmen wir das. Bon Appetit. Bon Appetit. Und nun... Ja, siehste, da staunst du, wa? Und dann, komm, hauen wir uns die auch weg. Und jetzt trinken wir erstmal die Pulle leer. Das ist doch schön. Herrlich. Freunde, es geht uns wieder gut. Das Schöne ist, wenn wir jetzt rausgehen und das Ding hier voll machen, dann verlieren wir auch nicht wieder an was weiß ich was, sondern es bleibt so. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir gleich was ernten können. Boah, ist das ein Sauwetter. Alter. Ihr wisst schon, ne, an meiner komischen Pai-Pai-Ernte-Frucht da. Okay, wie war das denn mit unseren Kisten? Und was haben wir da nochmal alles drin? Das sollten wir jetzt aber mal ganz kurz hier... Eins. Boah, wie die aussieht. Die sollte ja eigentlich nur... Bleibt die hier liegen oder kommt die auch in den Schuppen? Weiß es nicht, ne? Weiß ich noch nicht. Ich lasse erstmal hier liegen. Wenn ich was für einen Schuppen brauche, kann ich mir das ja immer noch wegholen hier, ne? So. Erstmal schön hier anlegen. Bei dem Sauwetter kannst du ja eh nichts anderes machen. Ich bin nur mal gespannt, ob ich jetzt hier... Ja, das ist ja gut, dass das geklappt hat, ne? Mit der Entgiftung quasi. Aber ihr habt das Leben gesehen. Es war schon knapp. Muss ich ja sagen. Es war schon knapp. Na. Spielkind, ne? Du Spielkind, ist doch scheißegal, kommt doch eh keiner. Ja. Nein, es ist nicht egal. Ordnung halt. Gar nicht egal. So. Okay. Auf jeden Fall hat sich's wieder mal gelohnt, ne? Wir haben wieder mehr Kisten mitgenommen. Wir sind ja ohne Kisten gefahren, bis auf die 5, die auf dem Floß waren. Die haben wir dieses Mal auch nicht mehr
verlängert auf eine sechste. Das mache ich ja nur, wenn ich jetzt übervoll bin. Dann hätte ich das natürlich wieder gemacht. Weil das ist ja eigentlich eine coole Sache. Wie ich finde. Oh, wird's leiser? Ich meine, es wäre mal nett, ne? Okay, die Lederkiste. Alter, ich weiß bald gar nicht mehr, was ich mit so viel Leder machen soll. Freunde, ich sage euch, ich bin reich an Leder. Muss ich ja sagen. Aber, okay. Der eine hat's, der andere nicht, ne? So. Ende, ne? Ja, Ende. Okay, guckt. Alter, jetzt haben wir so viel Leder. Das ist ja schon krass. Wow, wo ich jetzt so... Ich wollte jetzt in der Küche das Leder wegbringen. Auch schon nicht schlecht. Wieso sieht das eigentlich aus, als ob da was fehlt? So, 4, 4, 4. Okay. 4, 4, 4. Mhm. 4, 4, 4. Boah, krass. Echt krass. So, 4, 4, 3. Cool, haben wir. Dann haben wir als nächstes... Kommen alle weg. Und stattdessen... Die Dinger. Hier hin. So. Haben wir. Gibt es hier noch welche? Ich gucke erstmal. Ich meine ja, ne? Dingens, Planke. Planke. Das sind nur die. Ich sollte jetzt auch schon mal eben nach den Planken gucken, ne? Leer, 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 leer. Nicht leer, aber okay. Und jetzt kommen wir dann zu denen hier. Die haben wir ja jetzt leer geräumt. Ah, ihr seht es? Cool. Seht ihr? Schön. Was ist denn hier mit Licht? Ich mach. Ah. Cool. Ja, das ist Tuning, ne? Ich meine, was ist denn mit Licht und bums gehen die Lampen an? Ja. Wer braucht da noch Cracks oder wie die Dinger da heißen? Keiner. Wie? Wie jetzt? Ach so, der ist schon voll mit 1 zu 4. Okay. Nun gut, dann... Der ist auch voll mit 1 zu 4. Hm. Na dann... Machen wir das anders. Pass mal auf. Hier ist 1 zu 4 drin. Und hier ist 1 zu 4. Dann sollte ich vielleicht die hier wegnehmen. So. Hier einfach ein paar Fackeln hin tun. Denn ich will nicht, dass hier die so getrennt sind, hier die ganzen Dinger hier. So, das sieht doch hervorragend aus, ne, wie ich finde. So, was haben wir hier? Fackel 1 zu 4, 1 zu 4, 1 zu 4. Habe ich noch, ich habe ja auch noch Fackeln hier jetzt, ne? Ja. Aber das ist nicht weiter tragisch, denn hier gibt es ja durchaus noch. So, denn bei Laterne kann die Fackel hin. Das ist völlig easy. Okay, dann haben wir jetzt nur noch die Axt und das Werkzeug. Ja, das muss ich jetzt aber nicht unbedingt direkt so. Das kann auch hier in einer der nächsten, in einer der leeren hier, da guck. Da, Axt, Axt, Axt. Hammer, 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 Hammer. So, ja. Und das andere war ja leer und hier die Kiste hatten wir leer. Das ist jetzt das, was wir uns weggepickt haben. Da kann... Wenn wir da keinen Platz mehr haben, nehmen wir uns eine mit davon. Da haben wir ja hier die, ne? Seht ihr? Hier, da passt da noch was. Da geht da was. Muss ich ja auch mal gucken, wenn wir das nächste Mal fahren, ob auf dem Floß wirklich genug davon da ist. Ja, das kann so bleiben erstmal. Das kann auch so bleiben. Den nehme ich wieder und packe mir auf... ihr wisst schon?
Noch ein Hammer? Alter. Ich bin schon krass, ne? So, jetzt gucken wir mal. Ich hatte hier noch ein, hier so eine Gasdingens, habe ich auch gesehen. Da. Hier so eine Luftpulle. Das war das andere. Das war schon 1 zu 4, ne? Ja. Okay, dann lege ich den Hammer da. Der passt da noch hin. Ja, okay. Kann ja das Ding da rein. Den einen packe ich am Tisch in der Küche. Und dann würde ich sagen, bin ich eigentlich mit der Sortiererei erstmal recht zufrieden. Hier, Bingo, Fastfood. Habe ich gerade mir ausgeliehen. Ne, was man sich ausleiht, soll man ja wieder wegbringen. Leer. Die kann bleiben. Pipe wollte ich ja noch suchen. Die, würde ich sagen, kann ich eigentlich so wie sie sind in unsere Gemüsekammer bringen. Ne? Da in unsere Grün. In unser Grünflächenamt. Ihr wisst schon. Hier. Da haben wir ja ein Grünflächenamt. Packe ich mal hier drauf, ne? Damit man dann auch hier. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Mindest dann, wenn ich nichts mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät. So. Cool. Na, also seht ihr? Schon haben wir hier. Ja komm, ich muss aber nicht so kunterbunt durcheinander, ne? Die können ja ruhig. Wahrscheinlich brauche ich ja gar nicht so viele, ist ja klar, wie ich mich kenne. Aber ist ja egal. Wir machen das jetzt erstmal. Map, 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 map. Cool. 24, 24, 24. 24, 24 und 24. Dann können die anderen hier oben rein. Das begrüße ich sehr, meine Freunde. So, cool. Ja, dann würde ich doch mal sagen, habe ich eigentlich die Pulle, die ist leer, ne? Ja, die ist leer. Gut, dann sollte ich die voll machen, denn ich meine, die hatte ich... Ey, wie bist du denn drauf? Ich meine, die Pulle hatte ich mir... Na komm, trink noch ein Schlückschen. Ja, ja, guck mal unser Leben. Tja, Vergiftung besiegt, Freunde. Also, ihr seht es. Du musst nur an das Gute glauben. Und es wird geschehen. Sehr klug. Finde ich gut. So, das sind 3. Damit haben wir 1 von 4, 1 von 3 und die Steine, das bleibt ja. Das bleibt, das bleibt, das bleibt auch. Wir kontrollieren hier. Planen haben wir, eine Axt haben wir und die Seile haben wir. Und hier, ja, haben wir Munition, Verbandszeug und Dingenskirchen. Okay, dann gehen wir jetzt nur noch gucken, was unsere Pipeyes machen hier. Ob wir da vielleicht sogar mal endlich mal eine ernten dürfen. Ich bin da ja nicht so sicher. Leute, Freunde, ich will echt nichts sagen, ne? Aber ihr seht, es gibt hier einfach nichts für mich zu ernten. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Das ist ja unnormal. Ne? Pipeye. Farming Plot, ja. Wann gibt es denn mal hier was, du? Du Plot. Du bist auch Plot. Ja gut, dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein? Lassen wir eigentlich dieses Zelt hier stehen? Was sagt ihr? Kann man ja machen, ne? Ich meine, stört ja nicht sonderlich hier vor dem Smoker. Ich meine, den Smoker hätte ich sowieso lieber gerne in der Küche, aber was ich nicht alle gerne hätte, ne? Würde aber auch doof aussehen. Ja, es ist schon alles ganz gut so. Wenn ihr mal im Zelt schlafen will, komm, ich schlafe heute mal im Zelt. Oh, die Tür zu. Ich schlafe mal im Zelt. Fehlt mir was hier? Nö. Eigentlich ist alles gut. Was macht denn hier meine Kochgeschichte? Ich könnte ja wenigstens schon mal eine Blume hier auflegen, ne? So, 3 Stück. Dass ich wenigstens, wann ich Bock habe, einfach was kochen kann. Ja, dann gehen wir morgen mal wieder auf Jagd. Oder fahren wir morgen weiter zur anderen Insel? Wir müssen ja irgendwie, wir sind ja immer noch nicht durch. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir haben sicher nach Hause gefunden. Wir haben die Vergiftung überwunden. Uns geht es hervorragend. Ja, ich freue mich über diesen Erfolg und hoffe, dass ihr morgen wieder dabei sein werdet. Liebe Grüße aus Dortmund, euer Volker. Schlaft gut. Ciao.